So, und jetzt hier noch der Ladebildschirm und dann sind wir auch gleich durch. Also mit den ganzen Nebenmissionen hoffe ich. Zumindest die, die wir machen können. Für einige brauchen wir ja leider den Seilpfeil. Zumindest für die eine, das haben wir ja schon gesehen. Und deswegen werden wir die erstmal nicht machen. Begib dich zur Bank. Ach so, bring die mechanische Hand zurück. Das machen wir vielleicht am besten auch erstmal ganz zu Ende. Da müssten wir einmal links, so wie ich das gesehen habe. Ach so, links geht aber leider nicht. Links würde gehen, wenn wir einen verdammten Seilpfeil hätten. Mist, wieso haben wir keine? Das ist echt doof. Ist noch Brief mit letzter Warnung. So. So, nochmal hier schnell. Jetzt hier links wäre gut. Hier oder was? Die Ja, Schwerhaut. genau, hier lang. Aber da kommen wir, glaube ich, gar nicht dahin, wo wir wollen. Naja, ist ja auch egal. Ich versuch's mal jetzt hier lang. Müsste das hinhauen. Ja, gut, hier lädt's nochmal, das ist schön. Ach, deswegen war das gerade so komisch. Das hat wahrscheinlich so schnell geladen, dass wir es einfach nicht gesehen haben. Und deswegen kam es uns dann so merkwürdig vor. Und Alter, was leckt das denn hier gerade so? Eieiei, was ist denn hier los? Hallo? Beruhig dich. Kollege, beruhig dich nochmal. Eieiei, was ist denn hier los? Ist aber ungewohnt. So, ich schaue nochmal schnell auf die Karte. Okay, wir müssen nach unten, auf jeden Fall. Da kommen wir sowieso nicht drum herum. Alter, und das leckt hier. Was ist denn los? So, und so wie ich das sehe, müssen wir hier lang. Hectors Handelshaus. Genau da müssen wir rein. Sehr gut. So, ich hoffe, dass es nach dem Ladebildschirm nicht mehr so leckt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. So. Ah, naja. Ihr seid Naja. zurück. Etwas Zeit kann ich erübrigen. Erledigt. Hier ist die gewünschte Hand. Ah, oh, fantastisch. Hier ist eure Bezahlung, Meisterdieb. Wohlverdient. Mein Metallmann kann nicht sprechen. Einer meiner Dreckskollegen ist mit seinem Kehlkopf abgehauen. Ich habe einen Dieb angeheuert, um das Gerät zu holen. Aber der Idiot wurde von der Wache verhaftet. Mit Amateuren arbeitet man eben nicht. Wohl wahr. Deswegen habe ich auch euch engagiert. Einen echten Dieb. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte den anderen bestimmt im Gefängnis finden und ihm den Kehlkopf abnehmen. Schweigen ist Gold. Hector hat einen Dieb angestellt, um den Kehlkopf des Automaten zurückzustehlen. Doch der wurde erwischt und baumelt nun vermutlich am Galgen. Ich muss ihn aufspüren und das Ich wertvolle Stück sehe, ihr finden. zögert. Weshalb zögert ihr? Die Ich Wache nehme hat diesen das. dummen Dieb verhaftet. Sucht bei den Wachtürmen und Galgen nach dem Kehlkopf. Durchsuche die Leiche des Diebes nach Hinweisen. Ui, das ist aber ganz schön weit weg. 150 Meter. Uiuiuiui. So, dann wollen wir mal. Vielleicht sollte ich erstmal gucken, wo es überhaupt ist. Ach du Kacke. Da unten. Puh, okay, da müssen wir auf jeden Fall erstmal ein Stück zurücklegen. Geradeaus durch. So rechts halten. Oh, das wird richtig schwierig werden, glaube ich. Ich bin ja jetzt hier nicht so der Wegfinder. Komm, wir gehen heute mal so hier durch. Ich habe So, nichts zack. gesehen. Niemand, nichts. In Ordnung. Ihr habt nichts gesehen, ihr Idioten. Los, verschwindet. Ganz ruhig. Verschwindet, ihr Bauerntölpel. Ich kann euch auch ausschalten, so ist es nicht. Ich wechsle übrigens mal auf das Ding. Mir tut der Rücken weh. Ja, mir tut auch mal alles weh. Trotzdem heule ich nicht rum. So, jetzt mal ein bisschen rennen. Hier erstmal hin. Damit wir wieder gucken können, wie wir weiterkommen. Okay, wir müssen. Ich stelle mich mal gerade so hin. Huch. So. Geradeaus und dann links durch. Okay, das heißt, ich probiere das mal hier rüber. Soweit wie es geht. So, zack. Einmal hier hoch. Und dann hier lang. So. Und nochmal auf die Karte schauen. Okay.
Bastard! Wir müssen auf jeden Fall. Schwarzkittel-Bastard! Wir müssen nach unten kommen. Bruder. Wer lacht jetzt? Wir müssen nach unten. So, erstmal nach unten. Bevor ich hier irgendwas mache, erstmal nach unten, aber vorsichtig. Schließlich haben wir ja noch Wachen hier. Wie man gerade wieder sieht. Da kommen wir leider nicht durch. So, werden wohl hier lang nicht kommen, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir hier ganz unten durch. Das ist die Freiheit. Die Stärke der Menschen. So, wie ist hier? Hier sieht gut aus. So, geradeaus durch und dann ganz hinten rechts. So, leider müssen wir dann auch genau den Weg nehmen, wo die Wachen gerade sind. Ist natürlich unschön, aber es ist halt so. So, wie sieht's aus? Ja, genau. Hier jetzt genau geradeaus. Das ist genau der Weg, den wir machen müssen. Der Keller ist doch aus Stein, oder? Komm, Bruder. Verstecken, bis so, geradeaus. Wenn wir uns hier bleiben, werden wir morgen tot sein. Einen Moment. Das Blut rauscht in meinen Ohren. Hier müssen wir entlang, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Ich glaube, hier waren wir auch schon öfter, oder? Das kommt mir so vor. Ah, hier müssen wir wieder durch so ein Ding. Alles klar, alles klar. Und dann einmal den Balken. Ach, das ist wieder automatisch, weil es ein Ladebildschirm ist. Sehr schön. Hier geht seine Eintopfküche. Es ist, wie Orion gesagt hat. Der Eisentyrann ist gefallen und das Blut der Ungläubigen färbt die Straßen rot. Da ist Licht am Horizont. Und doch gibt es noch mehr zu tun. Wer sich der Hoffnung verweigert, kann zumindest den Tod akzeptieren. Holt sie euch! Führt sie ins Licht! Alter, hör auf mich zu sehen! Die Kraft von Orions Überzeugung! Boah, das war sauknapp. Der hätte uns fast gesehen, der Typ. Sehen leider nicht durch die Wände damit. Das ist natürlich doof, aber so ist das halt. Wenn man keine Superkräfte hat. Pech für ihn. Ach so, das ist da oben. Okay. Wie kommen wir denn da dran? Ah, schon klar, wie wir da dran kommen. Ich brauche einen stumpfen Pfeil. Einmal speichern. Nee, 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 nee. Komm. Ich habe gehört, wir haben hier einen schönen Zoom. So, es hat auch keiner bemerkt, wie es aussieht. Das ist schon mal schön. Dann können wir den hier nämlich nur ausnehmen. Riversides berüchtigter Pfandleiher. Ich sollte ihn besuchen, bevor er den Kehlkopf an den Meistbietenden verkauft. Das stimmt wohl. Da müssen wir uns wohl etwas beeilen. Denn das sollten die auf keinen Fall verkaufen. Das Teil brauchen wir schließlich. Für unseren guten Auftraggeber. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Der Typ auf jeden Fall aus seinem Handelsgerät. So, und wo haben wir das hier? Auf 8? Nee, auf 9? Nee, 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 sogar auf 0. Huch, da ist die Flasche. Flasche haben wir natürlich immer am Start. Alter, und wieso leckt das denn hier die ganze Zeit? Das stört mich aber schon gerade. So, wir müssen 100... Ach, das wollte ich gar nicht. Wir müssen über 100 Meter in diese Richtung da unten. Ach, du Kacke, den Weg werde ich niemals finden. Und jetzt durchgehen und uns dann rechts halten, wenn es irgendwie möglich ist. Es wird irgendwie möglich sein, glaube ich. Rechts halten, okay. Wobei... So, die Richtung, ne? Ne, wir müssen also links uns halten. Huscht da etwas durch die Schatten? Wer weiß das schon bei diesem... Hier huscht gar nichts durch die Schatten. Schatten. Oh, mir genau. Platzt der Schädel. Ich muss mich konzentrieren. So, schalala. Lauft ihr mal da lang? Ich gehe schon mal, wo? Sind das hier Wachen? Das sind Wachen. Mit Sicherheit sind das Wachen. Deswegen gehe ich mal den anderen Weg. Bei allen so, zack. War schon hier. Jetzt schön vorsichtig weitermachen. Ich schaue nochmal flicks auf die Karte. So, Ziele. Schade, dass wir hier nicht so richtig
dass wir hier nicht so richtig scrollen können oder die Karte irgendwie drehen oder bewegen. So, jetzt geradeaus durch und links und dann rechts. Okay. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. So, hier und dann... Okay, hier nicht, aber wir haben hier ein bisschen Geld in Form von Bechern. Deswegen nehme ich das einfach mal mit. So, dann können wir ja schon wieder hier raus. Müssen wir denn... Wir müssen jetzt noch nach rechts kommen. Ach so, natürlich. Hier lang. Wusste ich natürlich. War ja klar. Ich meine, ich bitte euch, ich finde doch den Weg immer. Also, kann ja mir keiner was anderes sagen. So, und jetzt gerade außen auf der großen Straße nach rechts. Scheiße, ich bin runtergefallen. Das wollte ich gar nicht. Verdammt. Oh, da sind zwei und hier kommt jetzt einer. Der sollte aber kein Problem darstellen, weil ich glaube... Ja, der kommt gar nicht erst so nah. Die Frage ist, können wir da wohl durch? Ich schätze mal nicht. Es ist besser, ich gehe einfach die Hauptstraße. Na, komm. Ja, da kommen wir nicht durch, habe ich mir schon gedacht. So. Ja, ja, hör auf zu heulen. So. Flasche am Start. So, dann wissen die direkt Bescheid. Jo, der hat eine Flasche. Den dürfen wir natürlich nicht angreifen. Mann, so. Okay, einfach jetzt hier rechts ums Eck. Aber einfach ist schon relativ. So wie ich das sehe, könnte das ein bisschen dauern. Ist hier so... durchkommen. Versuch mich mal hier so. So, auf gut Glück jetzt. Lalala, lalala. Los, los. So, ich hoffe einfach, dass er jetzt sich verzieht und uns nicht mehr bemerkt. So, wo müssen wir lang? Rechts immer noch. Durch das Tor, da kommen wir aber gar nicht durch, glaube ich. Nee, da kommen wir nicht durch. Da werden wir wohl einen anderen Weg nehmen müssen, wahrscheinlich den hier. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, sehr gut, das sieht gut aus. Ein Ladebildschirm kann durchaus möglich sein, dass das richtig ist. So, die Frage ist, wo kommen wir dann an? Aha. Ah, sehr schön. Kommen wir exakt auf der anderen Seite an. Alter, und warum leckt das denn jetzt hier die ganze Zeit? Hallo, ich meine... Was zu trinken. Das kann doch nicht sein. Da werde ich auf jeden Fall gleich eine Aufnahmepause machen müssen. Keine Ahnung, warum das jetzt hier so leckt. Wahrscheinlich scheint aber auch nichts im Hintergrund zu laufen. Zumindest sehe ich jetzt gerade nichts. Ich spiele ja im Fenstermodus, muss ich ja wohl. Weil ich möchte ja immer, ich habe ja immer mein Aufnahmefenster auch mit offen. So, und jetzt da oben, okay. Kommen wir irgendwie vielleicht direkt nach oben, dann würden wir uns ein bisschen sparen schon. Okay, scheint nicht so. Irgendwo geht's sicher nach oben. So, einmal hier verstecken. Bis der Typ vorbei ist. Königreich für einen heißen Kaffee. So, und weißt du was? Ich mach jetzt mal Folgendes. Scheiße, da ist noch einer hinter uns. Gib auf! Da ist noch, jetzt lass das Opfer los, du Idiot! Wie soll ich deine Leiche filzen, wenn du... So, zack! Kriegt er einen drüber, der kriegt einen drüber! Pam! So. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich nur ausrauben, aber egal. So, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen und habe den jetzt doch mal umgenietet. Wie zur Hölle kommen wir da hoch? Ich sehe keinen Weg nach oben. Also wirklich keinen. Was sei denn? Nee, das auch nicht. Hä, wie sollen wir denn... Jetzt mal ernsthaft, wie zur Hölle kommt man da hoch? Ich stehe jetzt direkt davor, also eigentlich müssten wir hier
Vielleicht kommen wir ja da irgendwie hin. Eventuell brauchen wir hier die Leiter für. Ich schau einfach mal, was sich machen lässt. So, zack. Schnell nach oben. So. Sehr gut, soweit. Wir müssen immerhin noch dort oben entlang. Das heißt, wir müssen irgendwie in dieses Haus gelangen. Eventuell... Da ist doch was im Busch. Nee, da ist überhaupt nichts. Ich hoffe, ich habe irgendwo in der Nähe gespeichert. Hoffe ich. So, immer noch zur Pfandleihe müssen wir. Achso, hier habe ich gespeichert. Ja gut, das geht ja noch. Ist ja durchaus okay. Ich kann einmal hier lang übrigens. Zack. Da müssten wir theoretisch auch da drüben gleich landen. Wir wissen ja in etwa jetzt, dass wir sowieso hier hin müssen. An einer Revolution lässt sich gut verdienen, so. Schätze ich. Können wir hier eigentlich auch... Nee, können wir nicht mit E. So, dann speichern wir mal, wenn wir hier oben sind. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, zack, sind wir hier. Und jetzt müssen wir es nur noch schaffen, irgendwie in dieses Haus hier oben zu gelangen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber es muss irgendwie gehen. Die Hinrichtungen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Kann ich mir nämlich nicht anders vorstellen. So, hier haben wir noch so einen Typen. Ist sonst noch wen? Da haben wir auch noch mehrere. Boah, das sind echt nicht gerade wenige Wachen. So, ich werfe mal. Was soll denn das jetzt? Sieh dich lieber mal um. Schleicht da jemand rum? Ja, da schleicht jemand rum. Geh mal gucken, wer da ist. Alles ruhig. Ich muss mich verhört haben. Ach. Toll, jetzt sind die alle alarmiert, aber gehen trotzdem nicht gucken. Rechne mit allem. Hör auf mich zu sehen. Verdammt. So, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen auf Risiko. Die Flaschen können wir nicht mitnehmen, also dürfen wir sie auch nicht umtreten. Da muss man hier mal vorsichtig sein, dass man hier nicht aus Versehen Flaschen umtritt. Alter, wie kommt man denn da hin, bitteschön? Ich sehe hier gar keinen Weg. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Hier. Einfach mal so einen kleinen Durchgang. Ich weiß echt nicht, wie ich da hinten hinkomme. Keine Ahnung. Es ist mir einfach ein Rätsel. Ich muss auf jeden Fall irgendwie nach oben kommen. Das weiß ich schon mal. So, und dass ich da irgendwas machen kann, sieht man eigentlich. Aber ich weiß nicht wo. So, Kollege, dreh dich um. Ein Königreich für einen Kaffee. So viel Gold. Aber es ist verflucht, verflucht, verflucht. Mist, verdammt. Muss es in der Kanalisation lassen. Auf nichts verraten. Sie werden mich verfolgen und im Schlaf töten. Gott, was Aha. ist, wenn Sie die Schwermut sind? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, was der Typ hat, aber... Schwermut. Renn, 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 renn. Ah, leg dich hin. Wenn er klug ist, haut er ab. Hoffentlich war das nicht. Hilfe. Hoffentlich magst du Spaß. So, ich weiß nicht, ob der uns immer noch sieht. Die Musik ist cool. Hier oben auch schon jemand? Aua! Okay, kommt. Das machen wir lieber nochmal neu. Das war jetzt unschön.
So. Wir müssen auf jeden Fall darüber gelangen. Das weiß ich schon mal. Wir müssen darüber. Eine andere Chance werden wir nicht haben. Die Frage ist nur, wie kommt man darüber? Kann da ja nicht so ohne weiteres... Oh. Ja, man kann da so ohne weiteres nicht rüber jumpen, wie man sieht. Eieieiei. So, ich heb mal hier das Dingen an. Zack. So, dann sind wir auch schon hier. Das ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Und hier ist noch ein Safe. Schlafe ich heute Nacht. Komm, den... Ah. Okay, hier brauchen wir... Huch, hier brauchen wir eine Kombination, ohne werden wir nicht weiterkommen. Wir müssen doch hier noch irgendwas haben. Nein, haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir nochmal schnell hier das auseinander. Ist noch eine Gabel drin. Ach, Mann. So, und das Ding noch offen. Haben wir noch irgendwas drin? Nein. Ist irgendwo noch was in diesem Raum, was wir... Gar nichts. Das ist aber echt doof. Okay, dann gehe ich hier nochmal schnell raus und schaue mich nochmal kurz draußen um. So, na komm schon, heb das an. So, zack. Wie sieht's aus? Wir kommen hier leider nirgendwo hoch, ne? Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Speicher nochmal. Spring. Spring schnell runter. Aha. Hier haben wir auch was, aber... Können wir, glaube ich, auch nichts machen hier. Nö, da können wir auch nichts machen. Okay, ich weiß einfach echt nicht, wie zur Hölle man da hochkommt. Keine Ahnung. Ah. Hier braucht man einen Schraubschlüssel und hier kommt man wahrscheinlich gar nicht hoch. Da hinten? Ich dachte, da wäre noch irgendwas, aber... Hast du doch auch. Oh, da kommt er. Den warten wir nochmal ab. Lassen wir eben hier vorbeigehen. Irgendwas stimmt nicht. Doch, hier stimmt alles. Geh. Geht doch. So. Ja, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Vielleicht ehrlich gesagt. Heute Nacht. Huch, schnell in die Schatten. Wollen ja nicht entdeckt werden. Oh, jetzt pack die verdammte Flasche weg, Mensch. Stört mich schon. So, ja, jedenfalls 10 Meter sind wir entfernt von unserem tollen Ziel. Leider. Huch, das wollte ich gar nicht. Mal kurz aufstehen. Okay. Der Typ läuft jetzt an uns vorbei. Ich weiß aber auch nicht, wie wir sonst da hochkommen sollen, wenn wir nicht da in dem Haus landen. Ich weiß es wirklich nicht. So, nur, wir kommen da nirgendwo rein. Das habe ich jetzt... Da bin ich mir recht sicher. So. Ja, ja. Mach du mal. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Timex und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Zeig mir, was du kannst.